Heute Dienstag findet die Kindersicherheitsolympiade des Zivilschutzverbandes hier in Lustenau in der Eishalle statt. Arthur Weber, Landessekretär des Zivilschutzverbandes Vorarlberg, welche Ziele verfolgt denn diese Veranstaltung? In dieser Veranstaltung wird beabsichtigt, dass die Kinder, die im Rahmen ihres Sachunterrichts erlernten Kenntnisse, sprich die Kenntnisse vor allem der Notrufnummern, der Unfallverhütung, des Selbstschutzes, in spielerischer Form in einem Wettkampf zu zeigen und dadurch als Wettkämpfer noch mehr Motivation an den Tag legen zu können und ihre Kenntnisse vor allem zu präsentieren. Gewürzt ist diese Veranstaltung mit einer Anzahl an Vorführungen im Umfeld. Das heißt, wir werden auch bei diesen Vorführungen immer auf diese Thematik Selbstschutz, Unfallverhütung eingehen. Wir haben gerade vor wenigen Minuten einen Verkehrsunfall dargestellt, bei dem ein unvernünftiger Radfahrer ohne Fahrradhelm zu Sturz gekommen ist, sich schwer verletzt hat. Er wurde vom Rettungsdienst des Roten Kreuzes versorgt. Es ist dann der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 8 eingeflogen worden. Und so konnten die Kinder die Rettungskette vom Ereignis über das Absetzen des Notrufes bis zur qualifizierten Hilfeleistung mitverfolgen. Jetzt geht es ja richtig zu hier in der Eishalle. Es sind zahlreiche, einige hundert Kinder hier. Was wird denn den Kindern im Detail spielerisch hier nahegebracht? Die Kinder werden durch verschiedene Spielesituationen eben genau mit diesen angesprochenen Thematiken konfrontiert. Sie haben einen Hindernisparcours zu bewältigen, das heißt, sie müssen mit einem Fahrrad durch Verkehrshütchen in Schlangenlinie fahren, an einer Stoppstraße stehen bleiben, sich vergewissern, dass der Verkehr sicher ist, müssen sich dann körperlich betätigen, indem sie ihre Fragestellungen an einem Kletterseil hochklettern und herunterholen, die Frage, die dort zu lesen ist, dann richtig zu beantworten und mit dem Ergebnis dann dem benachbarten oder dem weiterfolgenden Kind zu einem Ergebnis zu verhelfen, um in möglichst kurzer Zeit eben das richtige Ergebnis darzulegen und dadurch auch die meisten Punkte zu ergattern. Wie viele Kinder bzw. Schulklassen sind denn hier und haben sich angemeldet? Wir haben die Möglichkeit, hier 10 Schulklassen teilnehmen zu lassen. Das heißt, wir haben rund 200 Kinder hier in diesem Bewerb vertreten. Vertreten sind die Schulklassen aus dem ganzen Bundesland Vorarlberg. Die weitest entfernte Klasse kommt aus Gaschurn im Montafon und natürlich auch die Heimspielklassen, wenn ich so sagen darf, aus Lustenau sind sehr stark vertreten. Auch Schulklassen aus Velke-Haltenstadt sind dabei, die hier, also ich möchte sagen, bezirksübergreifend gegeneinander in diesem Wettkampf antreten und versuchen, Landessieger der Kindersicherheitsolympiade zu werden.